Am 15. Mai 2001. Im alten Wankdorfstadion könnte sich IB mit einem Sieg gegen Winterthur praktisch den Wiederaufstieg in die Nationalliga ansichern. 80 Minuten lang war es 0-0, doch dann pfeift der Schiri Penalty. Der IB-Stürmer Didier Tolo ist ganz klar zurückgehalten worden. Der Gigi Sermeter übernimmt Verantwortung und schießt IB souverän in Führung. Knapp 6'500 Zuschauer sind das erste Mal aus dem Häuschen. Ein paar Minuten später. Freistoß Winterthur, aber der Paolo Colavitti bewahrt IB vor dem Ausgleich. Nach einem weiteren Freistoß der Winterthurer ist der IB-Goalie wieder zur Stelle. Sofort lanciert er der Arthur Petrosian. Pass auf Didier Tolo und der lässt sich die Chance alleine vor dem Winterthurer-Goalie nicht nehmen. 87. Minute, 2-0. Die Entscheidung, der Wiederaufstieg in die Nationalliga A, steht praktisch fest. Ein paar Minuten später pfeift der Schiedsrichter, der Martin Salm, das Spiel ab. Im Wankdorf gibt es kein Halten mehr. Die Fans stürmen den Rasen und lassen ihre Aufsteigerjungs hochleben. Immer wieder werden sie gefeiert. Der Gigi Sermeter, aber auch der Aufstiegstrainer, der Marco Schellibaum und Spieler wie der Captain Erich Henzi. Die beiden Armenier, der Harut Vardanyan und der Arthur Petrosian. Die verletzten Thomas Seberli und Joël Deglou. Oder der Marc Giesler, der Didier Tolo, der Paolo Colavitti, der Django Malacarne oder der Martin Frian. Es ist ein wunderbares, spontanes Fest geworden. Und man sagt, es sei noch lange weitergegangen, nicht nur im Wankdorf, sondern gleich darauf überall in der ganzen Stadt.